Obstbäume, Beerensträucher und Blumenzwiebel im Herbst pflanzen. Wer jetzt einsetzt, hat im Frühling Farbe im Garten. Je früher, dass die jetzt in die Erde kommen, desto besser können sie noch Wurzel schlagen. Jetzt ist die richtige Zeit dazu. Es gibt eine riesen Auswahl, Tulpen, Narzissen, die ganzen Allium, Krokusse und so weiter. Sie hier gehört zu den Klassikern im Beet, die Kaluna, eine Pflanze, die bis spät in den Herbst blüht. Das ist sicherlich die weit verbreiteste Herbstpflanze für Rabattestauden, auch für die Friedhofsbepflanzung. Dauerblühend bis zum Frost oder den ganzen Winter eigentlich durch. Wenn man sie rechtzeitig pflanzt, ist sie auch winterhart. Eine der beliebtesten Herbstblüher ist das Alpenveilchen. Sie braucht ihren Platz an einem hellen, nicht so sonnigen Ort. Dort fühlt sich die Knollenpflanze wohl. Ob für den Garten oder fürs Büro. Studien belegen, Pflanzen senken unser Stresslevel, erhöhen unsere Konzentrationsfähigkeit und sorgen dafür, dass keine dicke Luft aufkommt. Die meisten sind ja Luftreiniger. Ein ganz besonderes Objekt ist die Schwiegermutterzunge, das ist einer der besten Luftreiniger. Und sie bringen wieder Stimmung in die herbstliche Tristesse. Neben Herbstblühern ist in der Gärtnerei Dobitzberger schon die erste Weihnachtsdekoration eingetroffen. Ein Trend: Naturmaterialien wie etwa Holz, Gold und Rottöne.